Die Einleitung zu diesem Video ist wahrscheinlich nahezu perfekt für das Kapitel, das wir jetzt besprechen. Denn in diesem Kapitel reden wir über niemand anderen als Dr. Ian Malcolm. Ja, der beliebte Chaos-Theoretiker findet natürlich auch im Buch seine eigene relativ große Rolle, die ein bisschen anders als die im Film. Aber ey, dazu kommen wir jetzt gleich nochmal zu sprechen. Was ich hier am Anfang nochmal ganz kurz ankündigen wollte, ihr seht es vielleicht, ich habe diesmal kein Ansteckmikro an. Ja, ein paar von euch haben mich darauf hingewiesen, Tobi, der Sound von dem Ansteckmikro ist manchmal so ein bisschen grisselig. Deswegen wird dieses Video zum einen eine Fortsetzung sein, als aber auch eine Premiere. Denn was ihr jetzt hier nicht sehen könnt, ist, dass ich hier quasi die Premiere meines neuen Mikrofons feier, was ich damals vom Pandermann mehr oder weniger gesponsert bekommen habe und dafür aber irgendwie nie Verwendung gefunden hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt, ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, aber das Mikrofon steht vor mir und in diesem Fall müsst ihr mich jetzt erneut darauf hinweisen, passt das mit dem Ton? Ich frage das wirklich, ich werde versuchen, den Ton für euch so perfekt anzupassen, wie mir das Ganze möglich ist. Ich habe mir jetzt extra noch ein neues Stativ gekauft, damit sowohl die Kamera stehen kann, als aber auch das Mikrofon. Ich hoffe, das passt jetzt vom Ton her. In diesem Sinne ist das Ganze also eine Premiere. Hey, das Mikrofon wird jetzt zum ersten Mal so richtig getestet. Zum anderen aber auch eine Fortsetzung, denn wir schwätzen jetzt erneut über das Jurassic Park Buch von Michael Crichton mit dem verheißungsvollen Titel Malcolm. In diesem Sinne, viel Spaß. Ist ein bisschen schwer. Ich habe andauernd den Drang, mich so nach unten zu beugen, um ins Mikrofon zu reden. Ist wahrscheinlich gar nicht nötig. Wahrscheinlich schreie ich auch zu sehr. Vollkommen wurscht. Wie gesagt, ihr müsst mir auf jeden Fall schreiben, ob der Ton so in Ordnung ist. Was haben wir letztes Mal besprochen? Naja, wir sind am Ende des letzten Kapitels so ein bisschen mehr auf Biosyn eingegangen und auch auf Lewis Dodgson, der nämlich jetzt angefangen hat, die Ratsmitglieder von Biosyn zu versammeln, um eine Abstimmung darüber zu halten, ob man Ingen denn nicht irgendwie infiltrieren sollte, beziehungsweise ob man Ingen denn nicht die Dino-DNS stehlen sollte, zurückerforschen sollte und dann daraus seine eigenen Forschungen beziehen könnte. Die Antwort darauf ist ja, das könnte man und auch ja, das sollte man. Was Lewis Dodgson hier nämlich gemacht hat, interessanterweise, ist wirklich auch uns vor Augen zu führen, dass Ingen eigentlich alles falsch macht. Lewis Dodgson fängt an zu argumentieren, wie mehr oder weniger jemand, der scheinbar bei Sinnen zu sein scheint. Denn er erklärt, ja, wenn Ingen diese Dino-DNS in ihrer eigenen Gewalt hat, ist die Gefahr riesig groß, dass sie damit vielleicht irgendwann Haustiere züchten. Jurassic World lässt später grüßen. Oder dass sie eben damit anfangen, alles zu kommerzialisieren und Merchandise rauszubringen. Filme, Videospiele, Actionfiguren, alles mögliche. Und man denkt sich erst ganz kurz, okay, Lewis Dodgson ist gerade also der klare Kopf. Bis dann irgendwann erklärt wird, nee, Lewis Dodgson will einfach nur, dass das nicht andere machen, sondern er selber und ist damit halt genauso ein Idiot wie einfach John Hammond. Und das finde ich hier sehr interessant, dass wir John Hammond in den Filmen ja mehr als einen Mann kennen, der irgendwo eine Moral hat, die ich jetzt hier im Buch noch nicht sehen kann, weil er im Film ja auch wirklich sagt, er möchte den Menschen etwas zeigen, was keine Illusion ist. Er möchte ihnen die Ehrfurcht vor diesen Dinosauriern zeigen und damit ja aber auch dann eine Ehrfurcht vor Biotechnologie präsentieren. Das wird zwar nie so gesagt, aber das wäre natürlich mit ein riesiger Dominoeffekt, der dann da mitgehen würde, dass die Menschen zugleich Respekt vor der Vergangenheit bekommen sollten, aber auch vor der Zukunft. Der John Hammond im Buch ist bis jetzt so, wie gesagt, Lewis Dodgson und der, die geben sich nicht viel. Lewis Dodgson ist eben einfach nur ganz offensichtlich und bewusst böse und verfolgt Sachen, die definitiv illegal sind. Und ihm ist auch scheißegal, ob er über Leichen gehen muss. John Hammond ist dabei eher so der Typ, der so ein bisschen verdattert und vertrottelt durch die Gegend läuft und andauernd lacht und alles ist eigentlich schön. Und ja, da ist halt mal einer gestorben. Gott, ey, pff. Ist halt so, ne? Von daher, ja, ich verstehe jetzt, was ihr auch gemeint habt, dass John Hammond in den Büchern nicht ganz so sympathisch ist wie in den Filmen. Ich glaube aber, hier kommt noch was. Ich glaube, so eine kleine Agenda bekommt ihr auch im Film. Das wird sich Steven, im Buch. Das wird sich Steven Spielberg nicht einfach so
aus dem Nichts herausgenommen haben. Ich glaube, das basiert schon auf irgendetwas. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt eben weiter. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, an dem sich Louis Dodgson mit Dennis Nedry trifft. Den Moment kennen wir auch aus den Filmen. Der ganz bekannte Catchphrase, Dodgson, Dodgson, wir haben Dodgson hier. Der taucht so im Buch nicht auf, zumindest in der Version, die ich habe. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es wohl auch zwei verschiedene Versionen gibt. Kann ich nicht bestätigen, es wurde mir einfach nur mitgeteilt. Der Satz taucht hier auf jeden Fall nicht auf in meinem Buch. Und hier wird das Ganze ein bisschen mehr beschrieben. Also das Gespräch zwischen Dennis Nedry und Louis Dodgson wird hier ein bisschen mehr aufgearbeitet. Man geht auch sofort darauf ein, dass Dodgson Nedry eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und ich dachte mir damals, ey, okay, Louis Dodgson ist ja anscheinend so ein ganz krasser Typ. Also jemand, der, wie gesagt, doch einfach über Leichen gehen würde, um an seine Ziele zu kommen. Und das ist er auch hier. Nur wird hier erklärt, warum er sich dann von Dennis Nedry das Ganze gefallen lässt. Weil Nedry ihn ja auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt, wie... im Buch macht er sich auch lustig über seinen Strohhut und im Film sagt er ja auch, was ist das, machen sie einen auf Spion. Und ich dachte mir immer, warum lässt Louis Dodgson sich das Ganze gefallen? Im Buch wird das super cool erklärt, beziehungsweise wird das mit einem Hintergrund erklärt, der auch Ingen nochmal betrifft. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum John Hammond den Jurassic Park vom Festland auf die Isla Nublar gepackt hat? Wir sind damals davon ausgegangen, ja, rein logistische Gründe, weil ja eben von der Isla Sorna die Dinosaurier auf die Isla Nublar gebracht werden und da wäre der Weg eben nicht so weit wie von der Isla Nublar, von der Isla Sorna aufs Festland. Mag mit ein logistischer Grund gewesen sein, aber der Hauptgrund, der jetzt hier im Buch genannt wird, warum John Hammond sich gesagt hat, wir wollen weg vom Festland, ist der, dass sich seit die Gentechnologie so rasend schnell entwickelt hat, seitdem die Biotechnologie wirklich kommerziell geworden ist und jeder Idiot auf der Welt, so ähnlich wird es auch im Buch beschrieben, sich der Biotechnologie annehmen kann, seitdem ist eine neue Sache aufgetreten, nämlich der Diebstahl von Biotechnologie. Das Besondere an dieser Sache ist, dass der Diebstahl von Biotechnologie unfassbar leicht ist. Habe ich gerade gespuckt? Biotechnologie. Auf jeden Fall wird hier auch beschrieben, dass Louis Dodgson einmal eine Angestellte von einem anderen Unternehmen so manipuliert hat, dass sie dann für Biosyn gearbeitet hatte. Und diese Frau hat sich zum Beispiel bestimmte Bakterien, die sie eben stehlen sollte, einfach auf den Fingernagel geträufelt und hat die eben so aus dem Gebäude rausklauen können. Biotechnologie ist nämlich sogar in minimalem Maße unfassbar wertvoll. Hier werden teilweise Zahlen gedroppt von, was war es denn gewesen, 5 Milliarden pro, ich werde es hier gerade mal einblenden, auf jeden Fall unfassbare Zahlen und hier wird auch ganz klar gesagt, dass Biotechnologie das Wertvollste auf der gesamten Welt ist. Was eben auch den Diebstahl dadurch halt so verlockend macht, da er eben zum einen extrem einfach ist, weil man nur ganz wenig davon braucht und eben sehr lukrativ. Das heißt, John Hammond ist, schlauer als alle anderen und sagt sich eben, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich verschwinde auf die Insel Isla Nublar, denn da kann mir das Ganze nicht so leicht passieren. Aus diesem Grund muss ich Louis Dodgson auch die Unangenehmlichkeiten von Dennis Nedry gefallen lassen, weil er eben sagt, okay, das ist meine einzige Möglichkeit, an diese Dino-DNS heranzukommen, durch einen Mitarbeiter, der bereit wäre, eben das zu machen und quasi John Hammond damit zu verraten. Das ist Dennis Nedry. Das Gespräch mit den beiden ist interessanter als im Film, obwohl ich hier auch sagen muss, ja, ich verstehe, warum man das alles ein bisschen rausgekürzt hat. Wir hatten das Thema schon mal angesprochen gehabt. In Buchform funktioniert so eine Beschreibung sehr gut. So viel Exposition in einem Buch, das gehört mit dazu, das passt in das Medium mit rein. Im Medium Film wäre das vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Hintergrundinformation. Das ist der Grund oder mit einer der Gründe, warum John Hammond den Jurassic Park auf einer Insel gebaut hat, eben um auch Diebstahl zu verhindern. Also hat es im Endeffekt eigentlich drei große Vorteile. Zum einen Sicherheit, die kein einziges Mal genannt wurde. Das ist einfach ein Nebeneffekt, der halt mit auftritt. Zum anderen eben Schutz vor Diebstahl und zum dritten dann eben auch aus logistischen Gründen, weil der Weg von der Isla Sorna nicht so weit weg ist wie von der zu Isla Nublar, wie eben von der Isla Sorna bis zum Festland. Das ganze Konstrukt mit den Inseln, wie Ingen die Inseln gepachtet hat, hat sich mit der Zeit sowieso ein bisschen verändert. Ich habe dir mal ein Video dazu von mir da oben verlinkt. Das ist quasi der erste Part einer Timeline, der gesamten Timeline von Jurassic Park. Da gehe ich ein bisschen genauer darauf ein, wie das Ganze mit den Pachtverträgen abgelaufen ist. Da kannst du gerne mal draufklicken. Für diese Hintergrundinformationen, die sind jetzt aber für den weiteren Verlauf der Geschichte eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Wir bekommen auf jeden Fall die Szene, die wir auch aus dem fertigen Jurassic Park Film bekommen haben, also die wir im fertigen Jurassic Park Film gesehen haben, jetzt nochmal in Buchform beschrieben, detaillierter mit mehr Hintergrundinformationen und switchen dann rüber zum Szenario, wo wir den Mann der Stunde kennenlernen. Den Mann,
der diesen Part hier zu etwas ganz Besonderem macht. Ich muss eines loswerden. Kennt ihr das, wenn ihr Filme gesehen habt, bevor ihr die Bücher dazu kennt und habt permanent die Figuren im Kopf aus den Filmen, die ihr nicht mehr rauskriegt? Harry Potter ist so ein Beispiel. Da habe ich die Bücher zwar auch vorher gelesen, habe dann auch vorher meine eigenen Fantasien drin gehabt, wie die Figuren aussehen sollten. Seit es aber die Filme gibt, habe ich immer Daniel Radcliffe als Harry Potter vor Augen oder Emma Watson als Hermine, Rupert Grint als Ron, wie auch immer. Im Buch Jurassic Park ist das nicht der Fall. Das Buch schafft es unfassbar gut, die Geschichte anders zu verkaufen und vor allem eins zu machen, diese Geschichte rüberkommen zu lassen wie eine Geschichte, die wirklich in den 80er Jahren spielt. Ich meine, das Buch kam in den 80ern raus, das Buch soll in den 80ern spielen. Das merkt man vor allem von der Beschreibung her der verschiedenen Personen, von dem Look der Figuren, wie sie sich eben auch anziehen und später auch noch vom Aussehen der Dinosaurier her. Ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe hier mal ein kleines Bild von euch, wie sich Michael Crichton damals die Saurier vorgestellt hat, nämlich so. Das war ursprünglich der Grundgedanke und dieses Bild passt später auch noch viel besser zum Szenario des Buches als die Version, die wir im fertigen Film gesehen haben. Warum ich darauf eingehe, dass ich normalerweise immer die Figuren aus den Filmen vor Augen habe, hat ebenfalls noch einen anderen Grund. Wir haben im letzten Part schon über Donald De Niro gesprochen. Und De Niro ist ja ein Typ, der im Film als alles Mögliche beschrieben werden könnte, außer muskulös, gut aussehend, jung. Im Buch ist es aber der Fall gewesen. Donald De Niro ist quasi so der Schönling-Anwalt. Ich meine, er wird als unsympathisch und kantig beschrieben, aber auch als sehr muskulös. Und wie alt war er gewesen? 35 oder ähnliches? Ich gebe euch jetzt mal ganz kurz 5 Sekunden Zeit. Wie würdet ihr Ian Malcolm beschreiben? Jetzt einfach nur aus dem Gedächtnis, aus dem Film heraus. Na und? Also wenn ihr das beschreiben würdet, ich würde einfach mal raten, folgende Begriffe würden auftauchen. Volles schwarzes Haar, hübscher Mann, Sonnenbrille, komplett schwarz gekleidet. Das meiste davon trifft auch auf den Ian Malcolm aus dem Buch zu. Allerdings wird Ian Malcolm hier ein bisschen mehr so beschrieben, wie ich mir Donald De Niro vorgestellt hätte. Ich meine, Ian Malcolm ist nicht breit gebaut in den Filmen oder sonstiges. Hier wird er allerdings als langer, schlaksiger Mann beschrieben. 35 Jahre, meine ich, waren es gewesen. Mit beginnender Glatze, also mit extrem langen und großen Geheimratsecken. Und es gibt sogar Bilder davon, wie der Mann hätte aussehen sollen im laut Jurassic Park Buch. Und das ist nämlich so. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, hat Spielberg sich hier wirklich so viele Freiheiten genommen? Und Ian Malcolm nahezu, ich meine, die Rollen sind doch hier irgendwie ein bisschen vertauscht. Die Rollen nicht, aber der Look von Donald De Niro und Ian Malcolm, sind die nicht ein bisschen vertauscht? Ich meine, De Niro hat ja auch beginnende Glatze oder sogar Glatze komplett, das wurde auf jeden Fall angedeutet, auch im Buch. Aber vom Generellen, von der Beschreibung her, ist Ian Malcolm die Person, die ich, naja, irgendwie mit De Niro gleichgesetzt hätte. Bis auf eben die schwarzen Klamotten, alles drum und dran. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Zum anderen erfahren wir jetzt auch im Buch, warum Ian Malcolm immer schwarz trägt. Denn er wird von Ellie Sattler darauf angesprochen, ob das Schwarz nicht ein bisschen zu warm ist für die heiße Jahreszeit. Und weil sie auch noch auf eine tropische Insel fliegen, wäre das Ganze nicht ein bisschen zu viel mit Schwarz gekleidet. Und Ian Malcolm sagt daraufhin, ja, erstmal baggert er sie an und sagt, dass er nicht aufhören kann, ihre langen Beine anzugucken und sagt dann daraufhin, ja, Schwarz ist eigentlich die perfekte Farbe für den Sommer und für die Hitze, weil die schwarzen Klamotten das eben absorbieren würden, was ja auch irgendwie stimmt. Und Ian Malcolm sagt so ein paar Sachen, wo ich nicht so ganz dahinter steige, ob das wirklich so ist oder eben nicht, was für den Charakter spricht, weil er eben auch sehr aufgebaut ist wie in den Filmen. Vielleicht sogar noch ein bisschen komplexer. Und der Grund, warum Ian Malcolm sowohl in Jurassic Park als auch in The Lost World Jurassic Park komplett in Schwarz gekleidet durch die Gegend läuft, ist ganz einfach der, dass Ian Malcolm lediglich nur zwei Farben trägt. Also generell nur zwei Farben, und zwar Grau und Schwarz. Weil er der Meinung ist, ey, diese beiden Farben, die passen zu jeder Gelegenheit. Du kannst Schwarz anziehen bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung. Du kannst Schwarz anziehen, wenn du draußen am Feiern bist, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, passt immer. Denn er hat nämlich, laut eigener Aussage, keine Lust und auch keine Zeit, sich mit solchen Belanglosigkeiten herumzuschlagen wie, was ziehe ich heute eigentlich an? Auch wieder so eine Seitinformation, die man nicht unbedingt gebraucht hätte, die im Buch super gut funktioniert, im Film, naja,
ist es egal und das wird wahrscheinlich auch hier für die weitere Geschichte relativ egal sein. Des Weiteren geht man hier sehr stark auf das Thema Chaostheorie ein, also wirklich, man versucht genau zu erklären, was die Chaostheorie ist, und hier muss ich ganz ehrlich sein, das ist mir ein bisschen zu hoch gewesen. Es wird nämlich darauf eingegangen, dass Ian Malcolm ein Mathematiker ist, der sich aber nicht mit Theorien befasst, sondern eben nur mit den Dingen, die auch wirklich da sind. Da fängt es bei mir schon mal an. Das Ding heißt aber Chaostheorie. Das ist doch schon eine Theorie an sich. Da habe ich schon nicht so ganz den Zusammenhang dabei verstanden. Auf jeden Fall erklärt Ian Malcolm dann eben auch, was die Chaostheorie ist. Ähnlich wie auch im Film, nur eben ein bisschen komplexer, dass es dabei um den sogenannten Schmetterlingseffekt geht. Und diesen Schmetterlingseffekt sieht man nicht kommen in der Regel, weil man eben, naja, nicht so weit zurückdenkt bis zu einem bestimmten Ursprung. Das versucht er auch eben hier John Hammond klar zu machen. Und ich meine, das wäre sogar so ähnlich wie das Gespräch, was Ian Malcolm später im Film hat, wo Dr. Henry Wu mit anwesend ist, weil er nämlich auch hier schon darauf eingeht, dass er davon ausgeht, dass dieser Park schief läuft. Also er sagt im Helikopter ganz klar, ey, dieser Park wird in die Hose gehen. Er warnt nicht mal mehr davor. Er sagt das auch so ein bisschen, es wird beschrieben, dass er das Ganze sehr lustig findet. Also er nimmt das Ganze nicht ernst, aber er warnt jetzt schon davor, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren, was jetzt hier passiert. Und ich finde das eine ziemlich krasse Sache, denn Ian Malcolm ist ja auch im Jurassic Park oder generell im Jurassic Franchise die Person, die von Anfang an sagt, das, was hier jetzt gerade passiert, das wird irgendwann, wird das Ausmaße annehmen, die wir uns nicht vorstellen können. Und das passiert dann eben auch. Wir lernen es dann ja auch später in Jurassic World Dominion dann wirklich kennen. Das ist ja so der Film, wo wir dann wirklich allerspätestens merken, ja, Ian Malcolm hat da von Anfang an recht gehabt. Und hier sagt er es wirklich nochmal, während er im Flugzeug sitzt und eben auf dem Weg zu Isla Sorna ist. Nee, zu Isla Nubla ist, Entschuldigung, also auf dem Weg zum Jurassic Park ist. Und ich habe mich auch gefragt, macht das aber so Sinn vom geschichtlichen Erzählen her, was wir da jetzt gerade gelesen haben? Ian Malcolm sollte ursprünglich mit auf die Isla Nubla kommen, damit er, ähnlich wie auch Ellie Sattler und Alan Grant, die Insel absegnen können. So, im Film erfahren wir aber erst, während er auch schon auf der Insel ist, dass er der Meinung ist, das geht alles tierisch in die Hose. Er erwähnt es zwar auch schon mal im Helikopter im Film, ganz kurz, allerdings habe ich das Gefühl, dass er hier im Buch in den Helikopter einsteigt und erstmal direkt sagt, nur eben verschachtelt in Ian Malcolms Sprache, ich werde diesen Park nicht absegnen. Also als würde er das schon von vornherein preisgeben. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum er jetzt doch mit auf die Insel kommen soll. Denn wir befinden uns immer noch in dem Privatjet von John Hammond. Das heißt, das Ganze läuft im Buch eben so ab. Wir haben ja im Film gesehen, dass John Hammond Ellie Sattler und Alan Grant eben einlädt, auf die Isla Nubla zu fliegen. Dann gibt es später einen Cut und wir sehen, wie die schon alle im Helikopter auf dem Weg sind zur Insel. Im Buch wird der Zwischenweg beschrieben. Also wie kommen denn die Gäste überhaupt in diesen Helikopter? Und die Antwort ist, dass John Hammond die ganzen Gäste erstmal mit dem Privatjet abgeholt hat und dann landen die nochmal irgendwo zwischen. Ich meine, in Costa Rica würde Sinn ergeben. Und dann fliegen sie von da aus mit dem Helikopter eben einfach weiter. Das heißt, Ian Malcolm erklärt schon, bevor sie im Helikopter sitzen, auf dem Weg zur Insel, dass er die Idee total schlecht findet, dass er der Meinung ist, das geht auf jeden Fall schief und eben auch mehr oder weniger damit zum Ausdruck bringt, ich werde das hier nicht absegnen. Und danach steigen sie erst in den Helikopter um und fliegen zur Insel. Da weiß ich halt nicht genau, was ich davon halten soll. Es könnte natürlich auch sein, dass John Hammond sich aber einfach denkt, ja, der Mann ist negativ eingestellt, aber ich werde ihn schon umstimmen, wenn er eben diese Faszination sieht. Das kann natürlich auch der Fall sein. Jetzt, wo ich es gerade laut ausspreche, macht das auch wirklich Sinn, geschichtlich und dem, was wir auch im Film kennen. Auf jeden Fall ist das eben so der Moment, an dem wir hier jetzt gerade sind. Und ja, wir sind auf dem Weg zu Isla Nubla und auch hier kann ich schon mal vorwegnehmen, ich habe mich da schon ein bisschen weiter reingelesen, werdet ihr im nächsten Part der Buchbesprechung erfahren. Hier hat sich Michael Crichton viel rausgenommen, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich eigentlich andersrum, hier hat sich Steven Spielberg einiges rausgenommen, weil im Buch passieren ab jetzt wirklich gravierende Unterschiede zum Film. Das war es jetzt hiermit auch gewesen, die grobe Zusammenfassung vom Kapitel Malcolm aus Jurassic Park von Michael Crichton. Ich hoffe, es war okay, ich hoffe, es war jetzt nicht zu
eintönig, nur über eine Figur zu sprechen. Das Ding ist aber eben einfach, ich habe das mit der Chaos-Theorie wirklich nicht verstanden. Ich habe da auch vielleicht einfach zu schnell das Ganze jetzt gerade durchgelesen, weil ich da so ein bisschen mir auch eigenen Druck aufgebaut habe. Aber ich kann euch jetzt über die Chaos-Theorie einfach nur das erzählen, was ich mir eben gemerkt habe. Und das ist eben die Tatsache, dass Ian Malcolm diesen Schmetterlingseffekt erwähnt. Und er hat damit ja vollkommen recht, denn dieser Schmetterlingseffekt, der fängt ja schon quasi bei der Erschaffung von Gentechnik an und endet dann schließlich in der Katastrophe im Park später. Was wir noch nicht wissen bis jetzt. Auf jeden Fall geht's im nächsten Kapitel dann auf die Isla Nubla. Denn das nächste Kapitel heißt auch Isla Nubla, wer hätte es gedacht? Wir sind endlich da, wir sind im Jurassic Park und ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt hier mit dem Kapitel Malcolm. Schreib mir auf jeden Fall wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare. Hast du das Buch gelesen? Wenn ja, warst du da auch so ein bisschen verdutzt mit der Beschreibung, mit der äußerlichen Beschreibung von Ian Malcolm wie ich? Hast du das vielleicht schon vorher gekannt? Oder wie stehst du generell zu diesem ganzen, naja, zu den Szenen, die wir auch aus dem Film kennen, aber die halt hier weiter ausgeschmückt sind? Ich find's unfassbar klasse, dass wir halt hier mehr Backstory erfahren, eben auch bestimmte Begründungen, wie warum John Hammond die Insel genommen hat, um den Park da aufzubauen. Gefällt mir persönlich sehr gut. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.